Hallo zusammen. Heute wird das Thema dieser Sendung die Inflation sein. Die ganze Welt spricht darüber, doch keiner weiß wirklich, welche Auswirkungen es auf dein eigenes Vermögen hat. Wie du aktiv entgegensteuern kannst, erkläre ich dir heute. Investment Traders. Inflation ist eine Preissteigerung. Das heißt, dein Geld wird weniger wert. Wir nehmen ein Beispiel. Du hast 1000 Euro dieses Jahr angespart. Das liegt auf deinem Bankkonto und du gibst die 1000 Euro dann nach und nach aus. Nächstes Jahr hast du wieder 1000 Euro angespart und gibst diese aus. Du bekommst allerdings nur noch Waren im Wert von 900 Euro. Denn die Inflation ist um 10% gestiegen. Das heißt, die Preise für Butter, Energie etc. sind insgesamt um 10% gestiegen. Dein Geld wird also in diesem Fall weniger wert. Klar hast du immer noch diese 1000 Euro auf dem Bankkonto, du kannst aber lediglich nur noch für 900 Euro einkaufen gehen. Wie setzt sich Inflation überhaupt jetzt zusammen? Es ist klar, dass wir haben es alle in den Nachrichten gesehen, die Preise für Öl steigen, die Preise für Lebensmittel steigen aufgrund den Lieferkettenschwierigkeiten, aufgrund der Fiskalpolitik etc. Ich möchte hier gar keine Diskussionen austreten. Fakt ist, die Preise steigen und es wirkt sich auf uns Verbraucher aus. Ist ja klar, wenn der Bäcker jetzt anstatt 10 Euro im Monat für Gas ausgibt, plötzlich 30 Euro im Monat für Gas ausgibt, um die Herstellung für Brötchen zu machen, muss er das an den Verbraucher weitergeben, damit er kein Minusgeschäft macht. Also sitzen wir auf diesen Kosten dann fest und müssen anteilig mehr Kosten bezahlen. Ja. Die Verbraucherpreise in diesem Fall setzen sich zusammen aus zum Beispiel Energie, die zu 36% auf diese Verbraucherpreise zuschlägt, oder auf die Lebensmittel von ca. 17%. Diese zwei Posten der Verbraucherpreise machen schon rund die Hälfte der Inflationsrate aus. Und wie eben schon angesprochen, die Energiepreise sind explodiert. Ob es nun Holzpellets sind, Gas, Erdöl, Strom. Und das wiederum wirkt sich natürlich auf die Herstellung der Lebensmittel aus. So müssen wir also unseren Teil dazu beitragen. Jetzt ist es natürlich so, jeder schreit natürlich als Arbeitnehmer für eine Lohnerhöhung. Er möchte natürlich mehr Lohn erhalten, damit er den vorherigen Standard beibehalten kann, seinen Lebensstandard. Das heißt, er fordert jetzt eine Lohnerhöhung von auch 10%, damit er jetzt wieder die Güter in demselben Wert von damals kaufen kann, im letzten Jahr. So, was passiert? Angenommen, die Arbeitgeber erhöhen diese um 10% und die Verbraucherpreise steigen aber weiter. So, jetzt sind wir denselben Boot schon wieder, denn die Lebensmittelhaltungskosten oder die Energiewerte sind trotzdem weiter gestiegen. Und jetzt möchte ich wieder eine Lohnerhöhung. Wir befinden uns dann in einer Lohnpreisspirale, der die Inflation auf einen Höhepunkt treibt. Eigentlich ungewollt, weil die Menschheit oder die Bewohner, die Arbeitnehmer, möchten lediglich nur einen Ausgleich. Sie geben aber das Geld direkt schnell wieder aus, um sich davor zu schützen, dass die Inflation zuschlägt, ja, dass die Preise weiter steigen, kaufe ich jetzt direkt mein Erdöl oder mein Heizöl. Oder das ist das Problem bei dieser Lohnpreisspirale, dass die Inflation sich dadurch exponentiell verstärken kann. Wie kannst du jetzt dieser Inflation entgehen oder aktiv entgegenwirken? Fakt ist, wenn du es unter deinem Kopfkissen hast, deine 1000 Euro oder auf dem Bankkonto, weißt du ja jetzt, dass sie im nächsten Jahr keine Kaufkraft von 1000 Euro hat, sondern lediglich 900 Euro. Das heißt, um sie entgegenzuwirken, der Inflation, musst du das Geld anlegen. Egal erstmal wo, ja. Ob das jetzt Antiquitäten sind, ob das Luxusuhren sind, ob das Immobilien sind, Aktien, ETFs, Gold. Alle Anlagenklassen sind erstmal angelegt. Wir haben ja in einem Video schon erklärt, dass du zum Beispiel, wenn du das Geld in Aktien anlegst,
keine spekulative Sache betreibst, denn du kaufst ja Unternehmensanteile von dieser Firma, von diesem Konzern. Du hast also einen Gegenwert. Ähnlich wie bei Immobilien. Das sind Sachwerte, die dein Geld vor Inflation schützen. Denn deine Immobilie ist noch genauso viel wert, unabgesehen jetzt von Preissteigerungen oder Preisverfällen. Oder ähnlich wie Gold. Eine Unze ist immer noch eine Unze Gold. Und deine 1000 Euro sind halt leider nur noch 900 Euro. Wie kann man jetzt nun in dieser Phase, insbesondere der schwierigen Phase am Finanzmarkt, entgegenwirken? Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist es ja so, dass der Aktienmarkt auch in verschiedenen Konjunkturzyklen verläuft. So ähnlich auch deren Aktien. Wir haben jetzt hier ein Beispiel von dem FTSE 100, das ist der britische Leitindex, und eine Unilever, eine Basiskonsumgüteraktie. Was heißt das, Basiskonsumgüter? Der Konzern beschreibt also, oder ist im Tätigkeitsbereich von Lebensmittel oder Erfrischungsgetränke, aber auch wie Seifen, Haarshampoos. Das sind nämlich die Sachen, in der Krise ja nicht gespart werden kann, muss oder soll. Denn du brauchst immer mal eine Zahnpasta, du brauchst immer Toilettenpapier oder ein Shampoo. Deshalb ist es attraktiv aktuell zu sehen, hier im Vergleich, dass wir im Top hier schon gesehen haben, im britischen Leitindex, dass der britische Leitindex abfällt, die Aktie von Unilever allerdings steigt. Und ich möchte euch kurz zeigen hier die Inflationsraten von Großbritannien. Und wir sehen hier ab Januar einen exponentiell starken Anstieg. Ich möchte gar nicht diskutieren, woher dieser Anstieg jetzt kommt, ob die britische Notenbank da hätte besser agieren können etc. Auf jeden Fall, wir sehen ab Januar einen exponentiell starken Anstieg. Wir gehen zurück in den Vergleichschart und sehen auch hier ab März einen exponentiellen Anstieg der Unilever-Aktie im Gegensatz zum britischen Leitindex. Das heißt also zum Beispiel diese Consumer Staples, wie es auf Englisch heißt, diese Basiskonsumgüterwerte, die gibt es natürlich auch vergleichbar in Deutschland, wenn man die zum DAX vergleicht, oder in den USA, wie in einem Procter & Gamble zum Beispiel, wenn man die zum Dow Jones vergleicht. Das heißt, diese Aktien dürften tendenziell stärker performen. Das heißt nicht, dass die Aktie jetzt in nächste Woche 50% steigt, sondern das heißt nur, dass diese Aktien aus diesem Sektor eben besser performen als Aktien aus dem Finanzbereich. Ja, man muss da also wissen, in welchem Konjunkturzyklus man in welche Aktien investiert oder sein Geld anlegt, um nicht von der Inflation aufgefressen zu werden. Ich möchte euch einen weiteren Vergleich zeigen, und zwar das Verhältnis von dem Dow Jones, dem Aktienmarktindex aus den USA, im Vergleich zu Gold. Grundsätzlich muss man wissen, Gold ist eigentlich der sichere Hafen. Steigt die Inflationsrate an oder geht es der Wirtschaft schlecht, flüchten sich die Anleger in Edelmetalle. So war der Ursprungsgedanke. Und es ist auch so zu erkennen, dass wir hier einen exponentiell starken Anstieg seit dem Corona-Crash hatten im Dow Jones Index und hier der Goldanteil lediglich schwächer performt hat. Warum? Die laufen in der Regel ja gegensätzlich. Also ist so, dass die Wirtschaftsstimmung oder der Wirtschaftsmarkt gut ist, dass der Aktienmarkt gut braucht, flüchten sich die Anleger nicht in den sicheren Hafen von Gold. Ja. Und jetzt habe ich aber gesagt, zu Beginn zum Beispiel, du musst dein Geld anlegen in verschiedene Assetklassen, die Werterhaltung bereitstellen. Und ich habe auch Gold genannt. Jetzt fragst du dich sicher, Christian, Gold, was willst du mir erzählen? Gold fällt seit einiger Zeit, obwohl die Inflationsrate steigt. Was ist da los? Es ist tatsächlich so, wenn wir hier drauf blicken, dass es nicht mehr so ist, dass der Dow Jones Index und Gold im
konträr verlaufen, sondern es fängt an, dass sie hier zusammen gleichermaßen tendieren. Das heißt, beide gehen in einen Abwärtstrend oder beide korrigieren diesen Preistrend. Warum erzähle ich trotzdem, dass man sein Geld in Gold investieren könnte in dieser Zeit? Es ist natürlich so, aktuell wird der Goldpreis extrem stark belastet. Und zwar durch den starken US-Dollar. Die amerikanische Notenbank hebt die Zinsen straff und zügig an. Dementsprechend stärkt das den US-Dollar, dementsprechend schwächt das den US-Dollar, den Goldpreis. So, und dieses Verhältnis haben wir jetzt, dieses Sonderszenario, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich so, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen anheben muss, um die Wirtschaftsleistung zu bremsen, damit die Inflationsrate wieder auf niedrigem Niveau fällt. Ob das so richtig ist, wie die Fed das macht oder eben nicht, oder ob es zu schnell, zu straff ist, möchte ich mich gar nicht drüber unterhalten. Das ist nicht Sinn und Zweck hier. Es geht nur darum zu wissen, dass man sein Geld anlegen sollte, um nicht von der Inflation zermürbt zu werden, um nicht von dieser Kaufkraftverminderung betroffen zu werden. Wenn wir jetzt uns mal kurz diesen Währungskurs von dem Euro-US-Dollar ansehen, sehen wir auch hier, seit 2008 befinden wir uns in einer starken Abwärtsphase und wir hatten hier einen maximalen Abwertung des Euros um knapp 39%. Ja, das ist immens. Dementsprechend hält sich aber Gold noch relativ gut, muss ich sagen. Ich erwarte zwar kurzfristig, dass sich dieser Preistrend der Abwertung deutlich fortsetzen wird, aber ich erwarte auch mittel- und langfristig, dass wir uns wieder Richtung 1,25, 1,50 oder gar höher tendieren. Das heißt, kurzfristig belastet auch unser Edelmetall oder unser Goldpreis durch diese Sondersituation, würde ich sie betiteln. Mittel- oder langfristig macht man hier allerdings nichts falsch, meiner Meinung nach. Wir halten also fest, du weißt jetzt, was die Inflation ist und du weißt, wie du entgegenwirken kannst, indem du dein Geld nicht unter das Kopfkissen legst, sondern es in die richtigen Assetklassen schiebst, sei es nun, wie gesagt, Antiquitäten, Werterhaltung, Edelmetalle, Immobilien, aber auch Aktien und ETFs sind Sachwerte. Auch diese steigen aktuell natürlich nicht in dieser prekären Finanzmarktlage, das ist klar. Das heißt, du wirst jetzt kurzfristig keinen Gewinn erzielen dadurch. Mittel- und langfristig auf jeden Fall wirst du deutlich besser performen. Und zum Abschluss noch eins. Diese Unilever-Aktie finde ich technisch und fundamental sehr interessant. In den nächsten 2 oder 3 Wochen wird auf unserer Website dazu wieder eine umfangreiche Aktienanalyse veröffentlicht werden. Seid gespannt. Bis dahin.